Hallo liebe Autofreunde, in diesem Video möchte ich euch ganz gerne das Victorinox Swiss Tool Spirit Black vorstellen. Das ist die brünierte Version für taktische Einsätze, fürs Militär, von der Zivilversion von der Swiss Tool Spirit von Victorinox. Und das Messer hat bei sehr vielen Tests bereits meistens am besten abgeschnitten, bei weitem, gegen andere namhafte, wie auch Letterman, Multitools. Ich komme hier mal schnell zu den Maßen. Das Ganze hat 208 Gramm Gewicht, eine Länge von 10,5 und eine Höhe von 1,6 cm, eine Breite von 3,5 cm und das dazu. Alle diese Werkzeuge sind arretierbar und ja, eben wirklich hervorragend verarbeitet. Insgesamt 27 Funktionen hat das Ganze und ja, oft als Nachteil wird hier eigentlich nur der Preis genannt, der hohe Preis, aber damit, dafür hat man wirklich was richtig Gutes und ja, vielleicht wäre das was für euch. Hier die Klinge, dann eine Ahle, hier ein Flaschenöffner mit Isolationsabsorbierer. Eine Holzsäge. Und hier auch wieder für Elektriker, die mit Kabeln oder so arbeiten, um eben die Isolation vom Kabel wegzuschneiden. Das alles ist richtig scharf hier. Und sehr, sehr toll. Man sieht hier auch gleich das Öl. Das Ganze wird richtig stark geölt, ausgeliefert. Da muss man erst ein bisschen mit einem Lappen abwischen. Das ist sicher nicht böse gemeint. Und anfangs eben hat man ein bisschen braune Hände davon auch. Hier zum Beispiel noch die Pfeile. Auf beiden Seiten anders. Hier ein Konservendosenöffner, auch mit Schraubendreher dran. Dann einen kleinen Schraubendreher, den Philips Kreuzschraubendreher. Und eine Schere, die habe ich jetzt arretiert. Hier muss man einfach runterdrücken und dann kann man die auch eigenhändig lösen, wie ich es gleich gezeigt habe. Und dann ist dann natürlich noch die Zange hier. Und das Ganze ist auch wirklich nicht schwer, ist aber sehr robust, massiv, es liegt sehr gut in der Hand. Und ja, also ich kann es wirklich nur empfehlen. Man kann auch die zivile Version natürlich nehmen. Da gibt es dann auch eine erweiterte Version mit zusätzlich Werkzeugen, sogar mit einer Ratsche dran, um Schrauben anzuziehen und zu lösen. Auf einfachste Weise. Wirklich gute Sache dann auch. Hier noch das Täschchen dazu, das Gürteltäschchen, welches hier mit einem Klett versehen ist, also das kann man auch nicht nur am Gürtel anmachen, das geht dann auch schon so bei Schlaufensystem, Rucksäcken mit Mollesystem. Hier ein Bändel doch, um das Ganze schnell zu öffnen, große Klettfläche und für den, der es kennt, das ist so das Material, Planmaterial der Schweizer Armee. Eine robuste Sache, manchmal wird das irgendwie kritisiert, ich verstehe den Grund nicht ganz, ich finde das passt wirklich gut. Auch für andere Messer sehr gut geeignet. Ja, das ist mein Tipp. Vielleicht wäre das was für euch, sicher ein tolles Geschenk auch. Und könnt ihr euch wirklich überlegen, da gibt es nichts dran zu meckern. Eine sehr gute Sache. Daumen hoch, wirklich tolles Multitool. Und bei weitem das Beste, das ich schon in den Händen hielt. Vielen Dank fürs Reinschauen und ich hoffe, ihr könnt ein bisschen weiterhelfen damit. Bei einem anderen Video wieder. Dankeschön.